Hallo und alle Helden da draußen, mein Name ist Sebastian und heute, habt ihr ja schon gesehen, geht es um die neue Klingel hier in der Werkstatt. Die ist schon sehr speziell, oder? Ich werde euch gleich erzählen, warum die nochmal speziell ist. Aber erst einmal, kennt ihr noch diesen Zettel? Den habt ihr uns mal aufgetragen vor langer Zeit. Wir hatten ja gefragt, was wir noch alles machen sollen in der Werkstatt. Die Klingel brauchen wir nicht mehr. Wir haben jetzt also die Klingel gebaut und die Klingel macht etwas, jetzt habe ich schon so oft Klingel gesagt, Klingelingeling. Aber jetzt, die Klingel macht nämlich Folgendes. Wenn ihr an der Tür steht und jemand drückt auf die Klingel, dann kennt ihr das ja, dass die Leute vielleicht ein bisschen länger drücken, vielleicht ein bisschen kürzer drücken und so weiter und so fort. Das wollte ich alles ausschalten und ich wollte, dass hier das Licht und die Klingel getrennt voneinander schalten. Das heißt, wenn jemand hier auf die Klingel drückt, dann passiert Folgendes, egal wie intensiv er meinen Finger aufdrückt. Und ihr kennt doch die Leute, die immer nur so ein ganz kleines bisschen drücken und man die Klingel dann gar nicht hört. Wenn man auf die Klingel drückt, passiert Folgendes. Die eigentliche große Schulklingel hier, die geht genau für 2,5 Sekunden an und klingelt ordentlich hier rum. Dann vielleicht merke ich das und sage, Mensch, hat es hier etwa geklingelt? Und dann überlege ich mir, okay, gucke ich doch mal hin. Und dann leuchten die Lampen noch für 30 Sekunden nach. Das heißt, wann immer ich hier das Geräusch höre, weiß ich, 30 Sekunden lang kann ich hier noch hingucken und weiß, es hat geklingelt. 30 Sekunden, vielleicht sei ich auch schon wieder weg, aber das ist ein anderes Thema. Jetzt möchte ich euch gerne zeigen, wie ich das Ganze gebaut habe. Aber ihr wollt doch die Klingel auch mal so richtig in Aktion hören, oder? Und das zeige ich euch genau jetzt. Okay, also fangen wir jetzt mal an mit dem Bauen und der erste Schritt ist natürlich, wie funktioniert eigentlich die Elektronik bzw. die ganze Schaltung dahinter. Und das möchte ich euch heute hier mal konkret zeigen und zwar ähnlich wie bei meiner Absauganlage, das verlinke ich euch mal hier oben, ich weiß mal nicht welche Seite, aber ihr kriegt das schon hin. Ich habe eine Absauganlage gebaut, auch mit Rückfallverzögerung, damit es noch ein bisschen nachläuft und so weiter und so fort. Und das Thema Rücklaufverzögerung ist ja genau das Stichwort hier. Das heißt, wir drücken auf die Klingel. Und egal, ob jemand mal ganz kurz drückt, ja, ihr kennt das ja, die Leute, die an der Klingel drücken, machen so Ding-Dong, ja, oder drücken es noch gar nicht so richtig und das kriegst du alles manchmal so gar nicht so richtig mit, weil, ja, die Klingel hat das gar nicht so richtig erkannt, beziehungsweise das Geräusch war gar nicht so richtig laut. Also habe ich mir gedacht, das machen wir anders und zwar mit einer Rückfallverzögerung und zwar mit diesem Relais hier. Ich hoffe, die Kamera bekommt das drauf, ja, hier, mit diesem El Taco Relais und zwar genau zwei Stück davon, bekommen wir das Ganze relativ gut hin. Das heißt, jemand klingelt und egal, ob er nur ganz kurz klingelt oder richtig Ding-Dong macht, ist es so, dass er hier eine Rückfallverzögerung hat. Und in dem Fall habe ich es eingestellt auf 2 Sekunden. Das heißt, meine Klingel hier klingelt immer genau 2 Sekunden. Und für das Licht habe ich die Einschaltverzögerung auf 30 Sekunden geschaltet. Deswegen brauchen wir 2 davon. Und dann leuchtet das Licht dann nochmal 30 Sekunden nach. Ich denke, das ist eine ganz gute Lösung. Und jetzt zeige ich euch mal, wie die Schaltung funktioniert. Ich zeige euch hier nicht den konkreten Schaltplan, sondern nur schematisch. Wer weiß, wie man das Ganze aufbaut, kriegt das damit aber locker hin. Wir haben also hier jetzt hier ein Relais, also ein El Taco, Relais 1. Und dann haben wir hier das Relais 2. Relais 1 hat eine Schaltzeit von 2 Sekunden, also eine Rückfallverzögerung. Und der hier, der Relais 2, naja, nicht so schön, von 30 Sekunden. Jetzt brauchen wir nur noch hier unten entsprechend Strom anschließen und wollen ja hier oben hier die Klingel und hier oben das Licht schalten. Jetzt machen wir einfach Folgendes, dass wir hier noch die 12 Volt als Signal nehmen, hier auch 12 Volt als Signal nehmen, dann passiert Folgendes, wenn das Signal hier reingeht, dann schalten beide sich gleichzeitig an, also beide das Licht und die Klingel an, hier nach 2 Sekunden geht die Klingel wieder aus und hier geht nach 30 Sekunden das Licht wieder aus. Eigentlich ganz einfach. Ja, wie ihr gerade gesehen habt, die Schaltung ist eigentlich relativ einfach umzusetzen. Das Ganze habe ich jetzt auch schon eingebaut und zwar hier oben in meinen Sicherungskasten. Hier, ich hoffe, ihr seht das halbwegs. Und zwar der Sicherungskasten, das ist eigentlich nur ja so ein Kasten um einen Sicherungskasten. Habe ich vor ein paar Jahren mal gebaut, gibt es leider kein Video zu, sehr schade, weil viele haben sich dafür schon interessiert. Findet ihr, wenn ihr Interesse habt, bei uns auf unserem Instagram-Kanal. Das ist jetzt auch schon alles, was man noch an Material braucht, außer das bisschen Holz. Wie immer verlinke ich euch das auch unten. Wir haben hier diese Lampen, diese Retro-Lampen
Hier sieht man das schon ganz schön. Das sind richtige Glühfäden, also keine LED-Lampen. Ich bin ja ein Fan von LED-Lampen, aber hier ist das Retro doch viel schöner. Dann haben wir noch Lampenfassung. Das Ganze ist hier individuell einstellbar, mit diesen Lampenfassungen. Und zwar kann man hier die Tiefe einstellen. Finde ich super gelöst. Und natürlich das Herzstück ist die eigentliche Klingel. Wenn wir hier mal so schauen, das Ganze ist eine alte Schulklingel. Irgendwo aus DDR-Zeiten habe ich mir bei eBay Gebrauch gekauft.
So, und fertig ist das Ganze schon. Was ihr jetzt nicht gesehen habt, ist, wie ich hier diese Folierung gemacht habe. Das ist nämlich Folie, kein Lack und nicht gemalt oder sonst irgendwas. Dazu habe ich schon so viele Videos gemacht, beziehungsweise es schon in so vielen Videos gezeigt. Und ein Video, das verlinke ich euch hier oben. Schaut euch das mal an, da zeige ich euch genau, wie man sowas machen kann. Das ist nämlich kinderleicht und geht super schnell und ist wirklich einfach. Also für jeden, der das interessiert, bitte hier oben das Video gucken. Ansonsten schon ein sehr spezielles Projekt, eine spezielle Lösung aber auch, weil wir haben übrigens einen Postboten, der klingelt immer nur so ein bisschen. Ich sage es nicht von welcher Firma, ich höre den nie, weil der schafft es nie, den Knopf reinzudrücken. Mann, oh Mann, oh Mann. Aber jetzt funktioniert das Ganze. Ja, aber vielleicht sagt ihr mal, was ist eure Meinung zu der ganzen Sache? Ist das hier ein bisschen übertrieben oder ist das hier schon eine richtig coole Lösung? Auf jeden Fall würde ich sagen, es ist ein bisschen wie der Heavy Industry Style von früher. Ihr wisst, was ich meine, oder? Jetzt bin ich auf jeden Fall sehr gespannt auf eure Kommentare, ob ihr sagt, ich baue das nach oder ich baue das nicht nach oder wie ihr sowas gelöst hättet. Und insofern würde ich sagen, werde Held in deiner Werkstatt.